Ja, moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ihr habt es gerade gesehen, Flughafenterrasse Düsseldorf Flughafen ist leider geschlossen. Müssen wir uns ein Ausweichprogramm suchen. Ich bin jetzt hier am Bahnhof Düsseldorf Flughafen Terminal, wo gleich die S11 Richtung Bergisch Gladbach reinfahren wird. Ja, dass die Terrasse jetzt zu ist, kann ich verstehen. Ich habe da einen kleinen Blick hingeworfen. Scheint schon sehr glatt da oben zu sein. Ja, ich habe es nicht gewusst. Bin direkt von der Arbeit von Köln dahin gefahren. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Schaut auf jeden Fall mal in die Playlist Flughäfen rein. Dort habe ich noch viele schöne weitere Impressionen von sämtlichen Flughäfen. Köln-Bonn Airport, also Konrad Adenauer, natürlich Düsseldorf Airport und so weiter und so fort. Ja, gleich dürfte die S11 reinfahren. Mal schauen. So sieht's aus. Und da hinten kommt sie, die S11 nach Bergisch Gladbach. So, jetzt geht's weiter. Ihr wisst ja sicherlich, ich habe erzählt, wenn die Flughafenterrasse geschlossen ist, gehen wir auf P7. Da geht's jetzt auch hin. Ich wollte euch den A380 von Emirates eigentlich zeigen, von der Flughafenterrasse, aber ja nicht möglich, dass oder weil die Flughafenterrasse ja zu ist. Somit gehen wir jetzt auf P7. Ja, ich bin jetzt hier auf P7 angekommen. Ich drehe mich mal ganz langsam, dann könnt ihr sehen, selbst hier oben liegt noch Schnee. Ja, der A380 wird hier gleich vorbeirollen und ich denke mal, der ist so groß, dass ich den auch mit meinem Handy von hier oben filmen kann. Die Condor mit dem Namen Willi steht auch hier unten. Mal schauen, ob ich sie auch erwischen kann. Aber erstmal bleibe ich hier oben, denn nicht so wie beim letzten Mal. Ein Abend am Düsseldorfer Flughafen war es regnerisch. Heute ist es richtig schön. Also schauen wir mal, ob ich den A380 gleich erwische. Ja. Jetzt schaut mal geradeaus, links steht die Condor, rechts die Eurowings 340-300er, von der ich euch gestern Abend im Video erzählt habe, dass sie nur noch bis Ende des Jahres 2019 hier von Düsseldorf fliegen wird. Ja, ich bin jetzt hier oben auf P7, im Hintergrund der Tower von Düsseldorf und ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt den A380 hier holen von Emirates, der hier gleich vorbeirollen wird in einer halben Stunde. Und dann, denke ich mal, gibt es wieder einen kleinen Rundgang über den Düsseldorfer Flughafen, weil auf die Terrasse komme ich ja nicht. Ja, da hinten Schleppvorgang einer YNAV-Maschine, da hinten Condor, wir lieben Fliegen, die Willi und im Vordergrund Eurowings 340-300. Mal schauen, ob ich die Wine von dem Flieg drauf bekomme.
ich weiß, mit meinem Handy, das ist nicht scharf, das Bild. Aber ich denke mal, die Lufthansa von vorhin und die Ryanair kann man erkennen. Bei etwas weiteren Bildern ist es wahrscheinlich schwierig. Aber ich denke, trotzdem sind meine Bilder gut. Es sind nämlich dann Panoramaaufnahmen. Ja. Wie gesagt, dort steht die Lufthansa. Die wird jetzt gleich zum Start rollen. Ja, da hinten landet gerade die ANA, Air Nippon Airlines. Mal schauen, ob ich sie drauf bekomme. Ja, da vorne der Flieger, der da rollt, das ist eine Lufthansa-Maschine. Die rollt hier unten rein, wo gerade in etwa auch die andere Lufthansa-Maschine stand. Sie wird jetzt hier unten reinrollen. Ja, wenn ich näher ranzoome, wird das Bild unscharf und verpixelt. Ich denke mal, so geht's schon klar. Im Hintergrund Start, Tab, Portugal. Auf der Brüstung. Ja, da hinten startet eine 330 der Eurowings. Ja, ich bin immer noch hier auf P7. Im Hintergrund immer noch der Tower. Und der A380 lässt auf sich warten. Deswegen habe ich ein paar Zwischen-Takes gemacht. Ich hoffe mal, sie sind einigermaßen okay. Denn ich denke, mit dem Handy, wenn man nicht ranzoomt, sind die Bilder auch nicht schön. Aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare da unten schreiben. Und jetzt warten wir weiter auf den A380. Es ist übrigens gleich schon 15 Uhr in 2-3 Minuten. Ja, 15 Uhr. Da hinten könnt ihr die Heckflosse sehen. Der A380 der Emirates. Sie wird jetzt hier unten langrollen, denn alle Flugzeuge starten ja aus einer Flugrichtung. Da unten die Feuerwache des Düsseldorfer Flughafens. Dahin seht ihr noch ein Stück der
Heckflosse der ANA, der Air Nippon Airways. Ja, hier oben ist gerade ein bisschen windig und meine Hände sind ein bisschen kalt, aber da muss ich jetzt durch. Den A380, wie ich es jetzt sehe, mit grünen Punkten, der Expo 2020, wird jetzt hier unten lang rollen. Und dann ist erstmal für mich Pause, da ich heute Mittag in der Firma nichts mehr gegessen habe. Und mal schauen, wo wir heute noch so hingehen. Aber erstmal hier vorbeirollen, der A380 von Emirates. Ja, den Start werde ich euch natürlich auch filmen. Ich denke, bei so einem großen Flugzeug wird es auch möglich sein, mit dem Handy zu filmen. KLM, Cityhopper gehen raus. Da unten die Eurowings wird gerade geschleppt mit dem Schlepper. Ja, Emirates A380 mit grünen Punkten steht gerade am Start. Eurowings, Sun Express, da rollt noch eine Eurowings. Condor. Und Eurowings 340-300. So, die A380 von Emirates ist jetzt raus und ich werde mir jetzt erstmal was zum Mittagessen holen. Also schreibt mir mal wirklich in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet. Mal nicht von der Flughafenterrasse, weil die ist ja heute zu.
Flughafenbahnhof, die Fahrt endet hier. Bitte nach links aussteigen. Airport Station. Objects are kind. Press the train on the left hand side. Ja, mit der Skytrain-Fahrt am Schluss, da wo die Ansagen ein bisschen hakelig waren, möchte ich mich von euch verabschieden. Sage Ciao mit V, euer Robin. Bis bald.